Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler, heute mit dem Thema Krankenversicherung. Aus der Serie, welche 6 Risiken hat eine jede Person in Deutschland, die existenzzerstörend sein kann, wenn der Fall der Fälle einmal eintritt. Was die Krankenversicherung betrifft, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was es für uns in Deutschland bedeutet, krankenversichert zu sein oder eben nicht krankenversichert zu sein. Zum Zweiten, ob es irgendwelche Lücken oder wichtige Informationen gibt, die Sie benötigen, um solche Lücken zu decken. Und zum Dritten, was es Besonderes noch gibt, auf was zu achten ist und wo die Risiken, an die man nicht denkt, besonders hoch sein können. Zum Ersten gilt zu sagen, die Krankenversicherung ist in Deutschland eine Pflichtversicherung. Und diese Pflichtversicherung bedeutet, dass sie jeder haben muss. Die meisten Menschen in Deutschland sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Das gilt für alle Angestellten, deren Angehörigen und Kinder. Und es gilt auch für alle, zum Beispiel die arbeitslos sind oder die zu uns kommen und hier wohnen und leben. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, die sich privat versichern kann. Das sind meistens Selbstständige, sind unter anderem auch Beamte und es sind Leute, die über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. So tief möchte ich allerdings heute gar nicht einsteigen, sondern mir geht es darum, Ihnen näher zu bringen, was die Krankenversicherung für ein Risiko deckt und wo tatsächlich noch andere Risiken versteckt sind. Wir hier in Deutschland, habe ich den Eindruck, haben ein sehr, sehr gutes Krankenversicherungssystem, in dem jeder automatisch ab Geburt Mitglied ist. Wir haben eine tolle Versorgung, die der Gesetzgeber uns sozusagen quasi in die Wiege legt. Und selbst wenn wir lange auf Termine manchmal warten müssen, glaube ich, ist unser Jammern auf sehr hohem Niveau. Die Leistungen sind sehr, sehr gut und weltweit gesehen fast überdurchschnittlich. Die Krankenversicherung leistet für alle, fast alle Dinge, die entstehen, wenn wir krank sind, wenn wir einen Unfall haben, wenn wir uns zum Beispiel den Arm brechen, wenn wir eine Lungenentzündung bekommen, Asthma haben, Allergien und so weiter. All diese Dinge sind in der Krankenversicherung mitversichert, sowohl die Arztbesuche als auch die Medikamente und die unterstützende Behandlung, zum Beispiel in der Reha. Das ist alles perfekt geregelt. Natürlich kann man diese Pflichtkrankenversicherung, die man hat, mit Zusatzversicherungen aufstocken, um noch mehr Leistungen zu erhalten. Aber das ist aus meiner Sicht risikotechnisch überhaupt nicht notwendig. Wie kann man nun das Thema Krankenversicherung als existenzzerstörendes Risiko richtig einwerten? Ich glaube, wenn wir eine schwere Erkrankung, egal ob sie durch innere Erkrankungen oder äußerliche Unfälle, äußerliche Einflüsse entsteht, haben, dann sind die Kosten, die dadurch entstehen, für die meisten von uns selbst persönlich nicht zu tragen. Ich glaube, wenn man das jetzt in eine Summe oder in eine Zahl fassen muss, dann könnte man sagen, dieses Risiko liegt sicherlich bei unserer gesamten Existenz, je nachdem, wie viel jemand hat. Man könnte auch sagen, diese Million, die manche so als notwendig empfinden würden, um damit ihr Leben zu bestreiten, das könnte so eine Größenordnung sein, wenn jemand sagt, naja, wir würden 500.000 Euro auch ausreichen, dann wäre das halt eine andere Größenordnung. Aber das Risiko ist eigentlich im unermesslichen Bereich, wenn jemand aus der Bekanntschaft oder Verwandtschaft oder aus der Nachbarschaft jemanden kennt, der zum Beispiel schwer erkrankt ist, Krebs, Herzinfarkt und permanent Untersuchungen und Behandlungen braucht, der wird sehr schnell feststellen, dass diese Person im Bereich mehrere hunderttausend Euro Leistungen von der Krankenversicherung bekommt und trotzdem immer noch auf einem kleinen Schnaps vielleicht sitzen bleibt, den er selber tragen muss. Also hier sind die Leistungen und die existenzzerstörenden Risiken sind sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch. Für
Wie schon gesagt, für Angestellte ist die Pflichtversicherung die gesetzliche Krankenversicherung. Hier können wir wählen zwischen verschiedenen Gesellschaften. Allerdings sind die Leistungen in diesen Gesellschaften in der Regel fast identisch, da der Gesetzgeber die Leistungen vorschreibt, was darf erstattet werden und was nicht und in welcher Höhe. Für Privatversicherte ist das schon etwas anders. Es gibt ein paar Personen, die sich sicherlich Gedanken machen können, sich privat zu versichern. Dort sind die Leistungen etwas besser. Die Beiträge sind ähnlich, beziehungsweise wenn jemand alleinstehend ist und über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen würde, die sicherlich bei den 5.000 Euro brutto in etwa angesiedelt ist, sie verändert sich jährlich und steigt nach oben an, dann wird er sich sicherlich als Alleinstehender Geld sparen, weil er dort den Beitrag nur für sich selber zahlt und nicht den gesetzlichen Pflichtbeitragssatz hat, der je nach Kasse unterschiedlich hoch ist, aber sicherlich pro Monat bei 600 bis 700 Euro Monatsbeitrag in der gesetzlichen Kasse liegt. Für Familien schaut schon wieder anders aus, da muss man sich genau erkundigen, ob sich das lohnt. Und für Beamte, dort ist es wiederum eine Ausnahme, dort ist es so, dass ein Beamter einen Beihilfesatz hat, je nachdem, ob er verheiratet ist oder Kinder hat, und wie viele Kinder er hat, ob die Frau arbeitet oder ob die Frau zu Hause ist, unterschiedlich. Und wenn der Beamte beispielsweise alleinstehend ist und 50% von der Beihilfe bekommt für seine Rechnungen, dann muss er nur noch 50% selber versichern. Das macht er privat bei einer privaten Krankenversicherungsgesellschaft. Und dort deckt er die restlichen 50%, sodass er in der Summe dann 100% versichert hat. Auch hier ist es so, dass eine kleine Lücken immer wieder auftauchen, was die gesetzliche oder was die private nicht zahlt und was die Beihilfe auch nicht zahlt, das bleibt ihm dann. Aber diese Summe ist sehr, sehr gering und überschaubar. Da muss man sich keine Gedanken machen. Also im Prinzip kann man sagen, die gesetzliche Krankenversicherung, die private Krankenversicherung in Deutschland, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, hat sehr, sehr gute Leistungen. Die Beiträge sind durchschnittlich gleich, je nach Einkommen. Und man müsste eigentlich rein risikotechnisch keine weiteren Zusatzversicherungen mehr abschließen, die man braucht, wenn man krank ist. Es gibt ein paar Lücken. Eine der Lücken ist, wenn man längere Zeit krank ist, nämlich länger als 6 Wochen, dann bekommt man ja erstmal die Lohnfortzahlung und später dann das Krankentagegeld von seiner Krankenversicherung. Und hier ist es so, dass die gesetzlich Versicherten in der Regel eine kleine Lücke haben, wenn sie länger als 6 Wochen krank sind. Die könnte man auffüllen, wenn es unbedingt nötig ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Familie einen Kredit laufen hat oder wenn die Frau oder der Mann einer von den beiden zu Hause ist und die Kinder versorgt und man auf das Geld angewiesen ist und vielleicht diese 150 bis 300 Euro Lücke bei längerer Krankheit auffüllen möchte, kann man eine Krankentagegeldversicherung abschließen. Aber auch dieser Betrag ist sehr einfach kalkulierbar, nämlich indem man einfach sagt, wie lange bin ich voraussichtlich krank? Vielleicht 12 Monate, 14 Monate mal 200 Euro pro Monat, die mir fehlen, oder 300 Euro. Dann weiß man genau, aha, ich habe eine Lücke von 4, 5, 6.000 Euro. Kann ich das selber zahlen? Dann brauche ich keine Versicherung. Kann ich das nicht selber zahlen? Dann kann ich mir eine Versicherung besorgen. Es gibt aber eine kleine, winzig kleine Krankenversicherung, die im privaten Sektor angesiedelt ist, die man nicht automatisch hat, von der ich aber überzeugt bin, dass man sie unbedingt braucht. Und diese Versicherung nennt man Auslandsreisekrankenversicherung. Das bedeutet, wenn man ins Ausland fährt, ob das jetzt Österreich, Schweiz, Italien ist, ob es USA, Kanada oder China ist, ist völlig egal. Sobald man den Fuß außerhalb der deutschen Grenzen übertritt, die Grenze übertritt, ist man im Ausland in aller Regel Privatpatient. Ich habe sehr gute Bekannte, auch einen sehr guten Freund, der ist der Chef einer der größten Auslandskrankenversicherungen Europas und er ist sozusagen der medizinische Chef, der die Rücktransporte organisiert und managt und der mir einige Informationen gegeben hat, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte. Er hat mir zum Beispiel erzählt, wenn Patienten, also Kunden dieser Versicherungsgesellschaft in USA beispielsweise eine schwere Erkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch einen schweren Unfall hatten mit mehreren
man nennt es multiple Verletzungen, dann ist es so, dass diese Kranken, diese Rechnungen, die die Krankenhäuser hier ausstellen und die auf die Versicherung zukommen, bei circa 1 Million Dollar und umgerechnet knapp unter 1 Million Euro liegen kann. Das heißt, dieses Risiko, im Ausland einen Unfall zu erleiden oder krank zu werden, ist für den meisten von uns nicht kalkulierbar und den meisten auch nicht bekannt. Die Krankenkasse in Deutschland, bei der man ja pflichtversichert ist, zahlt in aller Regel als gesetzlich Versicherter nur den Teil, den sie auch zahlen würde, wenn der Patient in Deutschland krank wäre und auch dort die Behandlungskosten in Anspruch nehmen würde. Das heißt, diese Kosten, die hier entstehen, sind so immens hoch, dass man eigentlich sagen kann, sie sind für niemanden kalkulierbar. Diese kleine Versicherung, die im Jahr zwischen 10 und 20 Euro pro Person kostet und für Familien mit kleinen Kindern ungefähr 20 bis 30 Euro, bis die Kinder 18 sind, nur kostet, die sollte jeder für sich abschließen. Zu berücksichtigen ist in diesen Tarifen, dass man einen Tarif wählt, der in den Bedingungen drinstehen hat. Ein Rücktransport wird dann bezahlt, wenn er medizinisch sinnvoll ist. Es sollte dort nicht stehen, wenn er medizinisch notwendig ist, weil das ist ein großer Unterschied, dass nämlich die Sinnhaftigkeit ist viel, viel breiter und größer auszulegen als die Notwendigkeit. Und wenn es nicht notwendig ist, werden sie auch nicht zurücktransportiert und die Kosten werden nicht übernommen. Genauso ist es wichtig, dass Sie berücksichtigen, dass dieser Tarif auch Begleitpersonen für diesen Rücktransport mitversichert, beziehungsweise nicht die Personen, sondern die Kosten, die dadurch entstehen. In den europäischen Ausländern sind diese Kosten nicht ganz so hoch. Da haben wir vielleicht für die gleichen Dinge wie in den USA oder Kanada, die 1 Million an Kosten verursachen, haben wir vielleicht 100.000 bis 150.000 im Vergleich. Aber auch diese 100.000 bis 150.000 können sich die meisten Normalsterblichen, die damit nicht rechnen, auch nicht leisten und kalkulieren das auch nicht ein. Das bedeutet, ich empfehle dringend, dass jede Person in Deutschland, die irgendwann mal ins Ausland fährt, eine solche Auslandsreise-Krankenversicherung hat, die sich von Jahr zu Jahr verlängert, auch wenn man sie nicht braucht, diese 10 oder 20 Euro pro Jahr kostet und man die sein Leben lang behält, weil man eben nie weiß, was im Ausland passiert. Für die Leute, noch ein kleiner Hinweis, die schon eine bereits sehr schwere Erkrankung in Deutschland haben und ins Ausland in Urlaub zum Beispiel fahren und dort diese Krankheit, die sie schon haben, behandlungsbedürftig wird, die haben leider für diese Erkrankung keinen Versicherungsschutz. Beispiel, jemand ist zuckerkrank, fährt in Urlaub und hat sowas Ähnliches wie einen Zuckerschock oder ich weiß nicht genau, wie es medizinisch heißt, hat auf jeden Fall eine schwere Attacke, die durch den Zucker verursacht wird, dann ist es eine Vorerkrankung, die nicht mitversichert ist. Genauso ist es, wenn jemand mit einem Beatmungsgerät, also mit Sauerstoffflaschen und Gerät, bereits in den Urlaub reist und dort irgendwas mit der Lunge passiert, dann ist es auch eine Vorerkrankung, die nicht versichert gilt. Allerdings, wenn beispielsweise jemand einen Herzinfarkt hatte vor 3, 4, 5 Jahren und es ist alles soweit in Ordnung und er fährt in Urlaub und hat nach 4 Jahren theoretisch wieder einen Herzinfarkt, dann ist es ganz normal mitversichert. Also achten Sie darauf und denken Sie daran, wenn Sie echte Vorerkrankungen haben, die Sie täglich sozusagen belasten, dass diese Vorerkrankungen in so einer Auslandsversicherung nicht versichert sind. Das für Sie nur so zum Hinweis. Also geben Sie diese 10 oder 20 und selbst wenn es 30 Euro im Jahr sind, geben Sie die aus, lassen Sie diesen Vertrag laufen, solange Sie im Prinzip ins Ausland fahren können. Auch wenn Sie sagen, ich fahre nur alle 3 Jahre in Urlaub, dann haben Sie es aber trotzdem und achten Sie darauf, dass Sie dieses Risiko für sich abdecken, weil das ist wirklich existenziell wichtig. Alle anderen Zusatzversicherungen oder privaten Tarife, die es da noch gibt, sind natürlich schön und interessant, aber sie sind kein existenzzerstörendes Risiko wie die Krankheit oder die Krankenversicherungskosten an sich. Das war's schon für heute. Schön, dass Sie dabei waren.
Hat es Ihnen gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder abonnieren Sie meinen Kanal, dann versäumen Sie keine der nächsten Folgen und erzählen Sie es ruhig weiter. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie wieder dabei sind und einschalten. Ihr Klaus Echtler.